Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei City Talk Spezial. Ein Riesen-Event steht bevor hier in Essen am 25.08.2007. Die Love Parade ist hier in Essen zu Gast. Und das ist natürlich ein solches Event, welches Essen noch nie erlebt hat. Ein logistischer Aufwand ist notwendig, sei es für die EFAG, für die Polizei, die Feuerwehr, Johanniter, Rotes Kreuz etc. pp. Und wie wir schon sehen können, hinter mir, wer da meint, Essen Original hat eine große Bühne auf dem Kennedyplatz, dann ist das richtig, aber die absolute Megabühne, die steht hier, die kennt man von Berlin und die wird im Mittelpunkt stehen dann, wenn hinterher die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Um 14 Uhr geht's los am Samstag, heute ist Freitag, also die Vorbereitungen sind voll im Gange und wenn es dann um 14 Uhr heißt, Love Parade 2007 über die Schützenbahn und eben über die Karolinger Straße, dann geht ab 17 Uhr kommen dann die ersten Fahrzeuge, Floats, kommen von der Schützenbahn in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, Richtung Berliner Platz. Parallel läuft hier schon ein Programm ab 14 Uhr, aber so richtig los wird es wohl erst abends gehen, wenn die eigentliche Love Parade auf der Schützenbahn zu Ende ist. Und dann wird man diesen Platz hier voller Menschen gar nicht mehr wiedererkennen. Das eben, wie gesagt, das wird es morgen sein. Heute sind wir erstmal hier und schauen uns noch ein wenig die Vorbereitungen hier an. Und morgen geht es dann weiter mit dem eigentlichen Event. Also jetzt erstmal so ein paar Aufnahmen von hier vom Berliner Platz. Die Vorbereitungen sind voll im Gange, man arbeitet und werkelt noch heftig an der Bühne und einmal hat sich einen Moment Zeit genommen für uns, der Herr Renke, der hat die Abteilung Video unter sich. Wie sollen wir das verstehen? Was machen Sie da? Also wir sind hier insgesamt zuständig für das Thema Video, wie man es hier auf der Bühne schon sieht, große Wände, Videowände, tageslichtfähig. Das heißt, die Leute kriegen hier auch tagsüber schon bei Sonnenschein im Prinzip so ein bisschen Animationen, verschiedenste Bilder gezeigt rund um das ganze Thema Love Parade. Dazu gibt es noch ein paar kreative Elemente, die da eingebaut sind. Die schaffen im Grunde genommen so ein bisschen atmosphärische Spannung. Und das Ganze in Kombination mit Musik gibt natürlich für die Leute hier sicherlich einen großen Highlight. Vom Dialekt her ein bisschen Musik. Sie kommen aus Stuttgart, haben Sie mir vorhin gesagt. Ich denke mal nicht, dass das Ihr erster Job ist, den Sie hier machen. Waren Sie auch in Berlin schon dabei? Ja, wir waren sicherlich schon bei zwei großen Veranstaltungen in Berlin mit dabei. Eigentlich sind wir, seitdem überhaupt Video bei der Love Parade benutzt wird, sind wir dabei. Wir haben am Stern damals auch die großen Videowände gestellt im Zusammenhang mit der Telekom und mit dem Veranstalter. Und jetzt hier ist das mal eine neue Chance und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wenn Sie sich hier intern unterhalten über die Stadt Essen, Sie sind ja hier zu Gast, wie sind Sie empfangen worden, wie gefällt es Ihnen hier, wie ist die Stimmung? Also ich glaube, die Stimmung unter dem Team, das hier arbeitet, ist toll. Ich glaube, dass auch die Atmosphäre hier soweit stimmt. Als Berliner, mit der Veranstaltung in Berlin sind wir natürlich etwas größere Verhältnisse gewöhnt, weil da natürlich auch viel mehr Platz existiert. Aber ich denke mal, das Ding wird voll hier morgen und da müssen wir mal gucken, wie sich das am Ende ausgeht. Ja, wenn Sie einmal da hinschauen, rechts, dann sehen Sie eine ganze Menge Flaschen. Also verdursten braucht hier keiner. Tonnenweise steht hier an Mineralwasser und an Bier. Ja, Bier, klar, ist auch dabei. Allerdings bis 5% darf der Alkohol betragen. Also hier werden keine Alkopops, die sogenannten, verkauft und auch sonst kein hochwertiger Sprit, sondern eben nur Bier und Biermischgetränke oder eben auch Mineralwasser. Und das zur Genüge. Da stehen Sie tonnenweise, wie gesagt. Die Bühnenvorbereitungen sind fast abgeschlossen. Es wird Nacht über Essen, aber die Kiddies, die stehen schon hier und warten auf den heißen Tag, ne? Wartet ihr auf morgen? Ja! Ja! Die ganze Nacht, du? Ja, wir stehen hier die ganze Nacht. Wo kommt ihr denn her? Aus Essen. Essen-Krei. Habt ihr kein Bett zu Hause oder wie? Ja, haben wir schon, nicht leisten. Wir wollen direkt hier sein. Wir kommen aus Krei-City. Love-Parade ist wichtiger. Für diesen Tag. Ghetto, Katernberg. Ja, was habt ihr denn jetzt vor, tatsächlich? Wollt ihr jetzt Wir wollen die ganze Nacht hier bleiben. Also warten bis Jena ist schon im Fernsehen, blamierst dich. Na, ist so. Ja, ist klar. Die wollen hier zelten. Die wollen hier zelten, im Ernst. Love Parade ist schon ein wichtiges Ereignis, da es immer in Berlin und so war und dass man in Essen war, deswegen. Schon mal in Berlin gewesen? Nein. Aber nächste Woche, drei Wochen. Nächste Woche. Drei Wochen. Ja, nur da ist keine Love Parade leider, ne? Ja, egal. Nee, aber dieses Jahr hier. Aber wenn wir da sind, Party machen. Ja, und dann macht ihr richtig Party. Wo macht ihr denn die Party? Hier an der Bühne oder stellt ihr euch an die Schützenbahn? Überall. Wir machen überall mal Party. Die Musik überall überall. Wie viele Leute kommen denn? Genau. 5 Millionen. 5 Millionen oder so. 1,5 Millionen, habe ich gehört. Ich habe gehört, die doppelte Anzahl, also Einwohnerzahl von Essen. Wie viel hat denn Essen?
was ich denn? 500.000 oder so. Wie viel? 86.000. Wir sind doch keine Provinz, Mensch. Was ist eine Provinz? 580.000 etwa. 86.000. Mülheim hat ja schon 250.000. 680.000. Ja, so 580.000 haben wir. Yeah, ich bin gut. Aber ich kann das ja nicht. Ja, wir freuen uns alle schon auf dieses Ereignis. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und morgen, ne, wollen wir was sehen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Gestern vor 16 Stunden standen wir noch hier, jetzt haben wir 13 Uhr. In einer Stunde geht's los, hier am Berliner Platz nicht nur, sondern eben auch auf der Schützenbahn, da wo die eigentliche Love Parade stattfindet. Aber um 14 Uhr kommen schon die ersten DJs hier auf diese Bühne. Aber wir marschieren jetzt erstmal über die Friedrich-Ebert-Straße Richtung Schützenbahn zu den Floats, diesen 27 Fahrzeugen, die dort stehen, und ab 14 Uhr richtig Gas geben. Und wir geben jetzt Gas, dass wir rechtzeitig da sind. Bis gleich. Noch 10 Minuten bis zum Start. Wir befinden uns hier vor dem Welcome Hotel an der Schützenbahn und sind auf dem Weg zur Brücke. Die ist akkreditiert bzw. reserviert für akkreditierte Journalisten. Da gehen wir gleich mal drauf, machen ein paar Aufnahmen. Jetzt noch mal ein paar Fakten zur Love Parade, die Besucherzahl. 1989 hat die ganze Sache angefangen mit DJ Motte, so wird er nur genannt. Und zwar hat der damals eine Demo durchgeführt in Berlin. Dort waren gerade einmal 150 Teilnehmer. Es wurden die Boxen an einen VW Bulli gezurrt und dann ging es los über den Kuhdamm. Ja, und ein Jahr später waren es schon 2000 Teilnehmer, danach 6000, 15.000 und so weiter. Einige Jahre später waren es schon über 100.000. Und im Jahr 1994 waren es dann 500.000 Teilnehmer schon. 750.000 1995 und dann wurde die Millionengrenze geknackt 1996. Der Höhepunkt war 1999, wenn ich das richtig im Kopf habe, das waren es 1,5 Millionen. Wie viel Holz hier in Essen werden, wissen wir jetzt noch nicht, aber es ist schon richtig voll und wird noch voller, hat man uns gesagt von der Polizei. Die Bahnhöfe sind überlastet. Wie gesagt, in 10 Minuten geht's los und gleich melde ich mich dann nochmal oben von der Brücke bzw. einfach aus dem Geschehen. Bis gleich. Minuten, dann geht's los. Wir haben uns hier ein Plätzchen gesichert auf einem der sogenannten Floats. 27 sind's. Ja, um 14 Uhr fahren wir zwar noch nicht los. Es ist also so, dass der erste Wagen vorne um 14 Uhr abfährt, bis dieser Wagen, der ungefähr hier an 17. Stelle steht, abfährt, dauert etwa noch 45 Minuten. Aber in 3 Minuten geht's los. Da wird die Musik aufgedreht und da wird dieses Partyvolk rechts und links her und vor und hinter dem Fahrzeug wird dann so richtig abdancen. Und den Moment, den erwarten wir jetzt gleich in 3 Minuten und den werden wir natürlich sofort für Sie einfangen. Also dranbleiben.
So, noch eine Minute, dann geht's los. Wir sind hier auf einem holländischen Wagen und ihr seid Gäste, kommt aus Deutschland, ihr seid eingeladen worden. Ja, genau, von Frank sind wir eingeladen worden heute. Wir sind öfters auf der Love Parade und heute sind wir das erste Mal eingeladen worden. Es macht Spaß. Super. So ein Wagen auch schon mal gewesen? Nein, das erste Mal heute. Lampenfieber, richtig unruhig schon? Nein, ich bin es ja gewöhnt von der Stimmung her, also ist ganz super. Heißt, jetzt gleich in ein paar Sekunden geht's los, da wird auch sofort abgedanzt. Vor allem, ich bin zum ersten Mal auf Love Parade und gleich sofort auf dem Wagen. Und da bin ich auch total happy. Ja, meine Freundin genauso. Und ja, und total besoffen sind wir auch. Jetzt schon. Ja, dann fällt es ja gleich leichter mit dem Tanzen, also da wollen wir was sehen, wenn jetzt die Musik gleich los ist. Losgehen, habe ich gehört und ja, ich lasse mich einfach überraschen. Also ich kenne es ja schon von Berlin her, ne? Da war die Stimmung auch immer gut und es wird heute auch wieder gut, denke ich, auf jeden Fall. Wenn die Musik gut ist, die Leute sind gut drauf und dann ist es okay. Dann wollen wir gleich was sehen, danke. Jetzt ist der Moment, wo die Musik eingeschaltet wird. Ich höre nichts mehr. Los geht's. Hier, zeigt euch mal. We'll be right back.
Ein schönes Plätzchen hier über der Schützenbahn ist an der Viehofer oder am Viehofer Platz diese Brücke. Die ist nur für Journalisten vorgesehen. Und natürlich, wenn man ein Oberbürgermeister einer Stadt ist, die Essen heißt Dr. Wolfgang Reiniger. Wie viele Menschen sind denn heute gekommen? Haben Sie davon schon gehört? Also wir sind noch dabei, etwas präzisere Zahlen zusammenzustellen. Aber Sie sehen ja selbst, die Stadt ist voll. Es ist ein grandioses Event. Haben Sie denn schon Informationen bekommen, ob alles friedlich abgelaufen ist, gut abgelaufen ist, so wie man das sich gehofft, erhofft hat? Also wir sind sehr zufrieden. Die Meldungen sind so, dass man sagen kann, es ist ein friedlicher Verlauf der ganzen Veranstaltung bisher gewesen. Man sieht das ja, ist ja Lebensfreude pur. Und insofern Zuversicht, dass das auch bis in den Abend so anhalten wird. Wir sind unweit vom Rathaus entfernt und da haben Sie ja von Ihrem Büro sicherlich auch einen schönen Ausblick oder zumindest im Rathaus in der 22. Etage. Waren Sie da schon und haben den Ausblick genossen? Wir waren oben in der 22. Etage und konnten verfolgen, wie seit 2 Uhr es immer mehr wurde. Vor allem, wenn Sie den Blick dann rüberwerfen zum Berliner Platz, da ist schon irre viel los. Und wir sind gerade erst mal bei ungefähr 5 Uhr, also bis heute Abend, da wird noch einiges hier passieren. Ihr persönlicher Tagesplan noch aus für heute? Also ich werde mir hier noch einiges anschauen. Insbesondere bin ich natürlich auch neugierig, wie wird das am Abend ausschauen drüben? Man kann so einen ersten Eindruck gewinnen, wie da die Lichter funkeln. Also ich bin sicher, das wird eine Riesenstimmung drüben geben. Neben mir steht ein Mann, dessen Stimme kennen Sie mit Sicherheit. Zumindest dann, wenn Sie aus Essen kommen und Radio Essen immer hören. Und dann, wenn Sie die Reportagen über Rot-Weiß Essen hören. Die haben leider wieder verloren. Wollen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Uwe Loch ist mein Gesprächspartner. Wie gefällt es dir hier? Das ist eine geile Party, das ist einfach unglaublich. Alle, die zu Hause geblieben sind, die tun mir leid, weil sowas wird es nie wieder geben. Großartig. Also, so wie es aussieht, ist gar keiner zu Hause geblieben, weil das sind ja unmögliche Menschenmassen, die hier nach Essen gekommen sind. Zumindest den Teil, den wir gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anderswo anders aussieht. Wie hast du das empfunden? Ja, ich finde großartig, so viele Leute, die von außerhalb gekommen sind, wenn man sich mal so das Sprachengewirr anguckt, aus welchen Ländern, welche Nationen, welche Dialekte da gesprochen werden, das ist großartig. Und wenn dann die Message ist, dass man nur Spaß haben kann, ohne irgendwelchen Stress zu veranstalten, dann kann man nur sagen, die Aktion ist mehr als gelungen. Gleich noch Party angesagt bei dir? Nee, ich glaube nicht. Ich muss noch wieder arbeiten heute, damit unsere Hörer von Radio Essen natürlich auch alles mitbekommen hautnah. Und deshalb muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber ich finde es schön, wenn alle anderen eine schöne, mega geile Party haben.